Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind dabei, den Pickup von Colt Sievers so ein bisschen nachzubauen. Zumindest versuche ich das so ganz geringfügig. Ich habe mir hier mal so ein Bild rausgesucht, wo Harry Manz, nee, Manz, wie hieß der denn Manz? Wie hieß denn sein Kollege da? Howie Manz, so hieß der, genau. Am Steuer sitzt. Und wie wir sehen hier, das Teile, die sind da nicht dran. Kann ich das irgendwie ein bisschen morphen? Disable, enable morph. Aber das ist schon reingerutscht, ne? Warte mal. Kann ich das irgendwie... Ah, das ist schon weit genug drin. Weiter rein geht nicht, okay. Das kann ich dann noch nach hinten ein bisschen verlängern, okay. Das kann man... nicht weiter bearbeiten, okay. Dann holen wir hier vorne noch ein bisschen was raus. Macht er das beidseitig eigentlich? Ich hoffe. Wir gucken einfach mal hier hinten. So weit war der gar nicht draußen, der Radkasten von dem... passt schon so. Gut, okay. Karosseriequalität, Fixed Texture Quality. So, kann man den... Nee, das passt da nicht schon so, ne? So, ein bisschen weniger windschnittig. Nach unten kriege ich es nicht. Okay. Warte, dann machen wir die Schnauze ein bisschen länger noch. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Motor runter. So. Gut. Okay. Gut, dann lassen wir das doch erstmal so. Die Karosserie, würde ich sagen, die passt schon mal einigermaßen. Dann gehen wir mal weiter. Dann werden wir Farbe. Jo, welche Farbe wollen wir denn haben eigentlich für die ganze Karosserie? Das ist eine Frage, ne? Die Frage ist berechtigt. Eigentlich ist das hier bei dem gerade runter, ne? Na, so ganz die richtige Karosserie habe ich nicht rausgekriegt. Na gut, okay. Dann müssen wir mal hier nicht Blueberry, sondern bitte bearbeiten. Denn Colt Sievers hatte eher so einen Braunton. Kann ich hier? Was kann ich hier? Aha, okay. Okay. Wo kriege ich denn hier ein schönes Braun her? Das ist lila, muss sehr braun hier eigentlich sein. Oh, dunkler so. Ja, eigentlich müssten wir jetzt. Kann ich da noch irgendwelche Passagen zeigen, die ich vielleicht andersfarbig haben möchte? Achso, das müssen wir jetzt erstmal speichern hier. Das ist dann braun. Speichern. So. Hä? Hallo? Was war das denn jetzt gerade? Na, so ein schönes Braun hier, so. Braun. Clone Save As. Okay, das ist jetzt da. Gut, dann, das ist doch schon mal okay. Das können wir schon mal so machen. Dann gucken wir mal, was hier der Bereich war. Der war auch farbig und da machen wir auch mal neue Farbe. Das war so ein Orangeton. Ach, das sehen wir bloß da vorne. Okay, oder? Nee. Retour, so, warte mal. Okay, das ist das. Das ist ja total bescheuert. Nee, das ist verchromt auf jeden Fall. Will ich da jetzt mehrere aus? Heimleisten ist Chrom. Okay, Ausstattung. Oh, was ist Ausstattung? Ausstattung ist das da. Das ist eigentlich auch Chrom, ne? Auch ziemlich schmal, die Ausstattung. Na gut, okay. Motorhaube ist okay. Stoßstange vorne hinten. Chrom.
Auf jeden Fall Chrom. Primäre Karosserie. Was ist Primäre Karosserie? Ah ja, nee, danke. Das lassen wir mal braun. Gut, okay. Ich hätte ganz gerne eigentlich hier so die Seiten. Da hat er hier so Rallye-Streifen quasi einmal quer rüber in etwas heller, in so einem Ockerton. Das kriegen wir jetzt irgendwie nicht dran. Na gut. So, dann gucken wir mal. Bei den Felgen hat er eigentlich genau diese Felgen nur in Chrom. Gut, Radhauptfarbe lassen wir so. Radflankenfarbe lassen wir auch so. Brakes können ja durchaus rot sein. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, dann gucken wir mal weiter. So, jetzt haben wir, was ist hier? Favorisierte Lichter. So, die sind eigentlich... kann ich hier irgendwie noch eine andere Epoche auswählen? Okay. Scheinwerfer. Ah ja, hier mal Scheinwerfer. Okay. Dann hätte ich gerne die eckigen Scheinwerfer hier. So angeordnet. Doppelt. Und zwar hier. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die machen wir generell noch ein bisschen größer. So. Ja, das passt schon so. Okay, gut. Machen wir einen Haken dran. Gucken wir mal. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das geht schon so. Eigentlich brauchen wir noch einen Bullenfänger. Können wir noch einen Bullenfänger irgendwo anbauen? Weiß ich gar nicht, ob es den gibt. Rückleuchten. Rückleuchten sind hier drin eingebaut. Eher so der Style. Natürlich wesentlich größer gezogen. So würde ich sagen, oder? Positionieren wir sie mal noch ein bisschen. So. Den breiter machen wir sie noch. So. Ja. Ja, das gefällt mir. So können wir das lassen. Gut, Rückleuchten haben wir dran. Dann brauchen wir noch Blinker. Und zwar brauchen wir Blinker in den Seitenkästen hier. Und zwar hier vorne dran hat er Blinker. Und zwar hat er da solche Blinker? Nee. Nehmen wir mal so. Ja, die nehmen wir. So, ein bisschen größer generell. Und dann ist gut. Ja. Das geht so. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch einen Kühlergrill und ähnliches. Bevorzugte Luftöffnung lernen. Wir brauchen einen Kühlergrill und da brauchen wir was Anständiges hier. Gib mir hier mal. Puh. Gucken wir uns mal den an. So, was können wir denn daraus machen? Den können wir erstmal generell ein bisschen größer machen und ein bisschen nach oben ziehen. Warum liegt der denn eigentlich so? Nee, der liegt gar nicht. Das sieht bloß so aus. Ah, jetzt. So sieht gut aus. Die Schrägen gefallen mir da nicht. Oh, der ist halt so schräg, ne? Gibt's da auch gerade? Nee. Nee. Nee, müssen wir das nehmen. Das müssen wir so nehmen. So ein Kühlergrill haben wir schon mal dran. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Gut, was haben wir denn noch hier? Luftputzen hat er nicht. Brauchen wir auch nicht. Am Bullenfänger kriegen wir einfach nicht dran, ne? Das ist schade. Bevorzugte Aerodynamik. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Lippe haben wir hier. Lippe braucht er gar nicht. Sowas brauchen wir dann nicht dran. Nee. Ein Spoiler hat er auch nicht. Und Flügel hat er auch nicht, ne? Nee. So, Papa Memisk. Ja, Spiegel hat er natürlich. Spiegel hat er. Oh Gott, was? Wir sind ja niedlich. So, die werden wir hier angebracht. So, an der Tür hier, so an der Seite. So, jetzt müssen wir die mal ordentlich groß kriegen hier. Eieiei. Naja, gut, so groß noch auch wieder nicht. Ne? Aber ein bisschen kleiner wieder. So. Kann ich das nochmal ganz kurz, warte mal, darf ich mal ganz kurz verschieben nochmal? Nee. Darf ich mal? Okay. Ich würde gerne.
Nee, darf ich nicht. Na gut, gucken wir mal. Ist das so ein bisschen... Ja, eigentlich passt das schon so, ne? Ein bisschen komisch sieht es trotzdem aus. Ich würde die gerne hier vorne haben. So saumäßig klein, ey. Was ist denn das für ein Quatsch? So. Ah ja, jetzt habe ich es auch noch. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja komplett vor den Katz. So, nee, das geht auch nicht. So. Momentchen. Eieieiei. Wird auch mal nicht so hektisch hier. Nee. Irgendwie. Nochmal. So, nochmal. Nochmal auswählen. Da. Werden die mal kleiner oder was? Ich will die gar nicht mehr. Na, ich will den da anbringen, hier da. Nicht das. Mach mir nicht schwach. So, gehen wir mal was aus. Nehmen wir andere Spiegel. Nehmen wir hier, verchromt. Nee, das sieht scheiße aus. Das ist schon ganz nah dran eigentlich, aber auch wieder falsch. Warum kann ich die nicht einmal hinzufügen? Ja? Was ist denn da los? Irgendwann habe ich mir den Spiegel mir kaputt gemacht jetzt. Da sehe ich wieder welche. Aber hier vorne eine Tür kann ich keine anbringen. Was ist denn für ein Blödsinn? Irgendwas ist da kaputt. Da vorne kann ich mich anbringen, Alter. Das ist niedlich. So, jetzt kann ich, darf ich anbringen. Jetzt bringe ich da einfach irgendwelche an. Gehe ich hier noch tausendmal hin und her. So, ein bisschen größer machen wir die. Und kann ich die denn hier auch... Klar, Chrom, genau. So, zack, verchromt, kommen die da dran. Das sieht auch schön scheiße aus. So machen wir das. So, noch ein bisschen größer, die ganzen Dinger hier. Müssen wir mal sehen nach hinten. So. Gut, also mit den Spiegeln, das war jetzt schon ein bisschen, sagen wir mal, Stretch. So, ein Tankdeckel. Oh, hat der seinen Tankdeckel? Den Tankdeckel hat auf der Fahrerseite hier unten eckig. Also hier kurz vorm Rad ist der Tankdeckel. Gib mir mal den Tankdeckel. Deckel? Oh, das ist ja nur, darf ich den Tankdeckel da nicht hinmachen? Tankdeckel? Wie? Dann darf ich einen Tankdeckel machen? Na, da will ich aber gar nicht hin haben. Ich will hier hin haben. Hallo? Was ist denn los mit dir, Auto? Irgendwas ist kaputt hier gerade. Irgendwas ist hier. Na gut, das ist Early Access, das muss man dazu sagen. Wenn die müssen hier ran, so wenn geht's. Gut, dann machen wir hier den Tankdeckel hin. Der ist hier so kurz vorm Rad bei ihm. Von mir ist ein bisschen größer insgesamt. So, zack. Gut. Aber ein Wagenfarbe. Wir kriegen leider die zweite Farbe nicht rein. Das ist schade, ne? Und den Bodenfinger kriegen wir auch nicht. Naja, gut. So, mal gucken, ob er dann noch so. Türgriffe. Türgriffe hat er ganz normal diese Bügeltürgriffe hier. Mit Griffschalen. Nee, ohne Griffschalen sogar. Dann nehmen wir die hier. Jo, in Chromoptik. So, rollen wir wieder näher ran. Ah ja, gut, okay. So. Oh, so dran, zack. So, ein bisschen größer machen. Sieht schon ganz gut aus. Oh, das passt. Oh, das passt. So, gut. Dann haben wir zumindest schon ein bisschen Karosserie gebaut. Antenne, nö, Spiegel haben wir schon. Das haben wir eine Antenne. Doch, eine Antenne hat er. Da hat er nämlich eine Stabantenne und die hat er nämlich ziemlich lang und die hat er hier hinten dran. Kann ich den auswählen? So, die hat er nämlich hier hinten. Hier hinten drauf. Und der ziemlich lang. So, kann ich die mal langziehen? Denke, ich möchte gerne. Okay. Weiterziehen ist. Länger ziehen ist nicht. So nicht. Wieso kann ich die denn nicht? Na gut, okay. Na gut, sieht jetzt nicht so doll aus. Also die ist eigentlich bei ihm, ist die da. Nein. Gut, ja.
So, Antenne, da haben wir gesorgt. Das klappt irgendwie nicht so, wie wir es haben wollen. Ja, ein Kennzeichen, das können wir ihm natürlich vorne noch anbauen hier. Dann nehmen wir mal einfach Konzept. Das steht jetzt einfach mal hier vorne mittig dran. So. Und das ganze Kennzeichen, das bauen wir ihm natürlich auch noch hinten. Achso, machen wir hier X. So, bauen wir ihm natürlich auch noch hinten an. Hä, wieso, wo bin ich denn jetzt? Bin ich beim Kühlergrill? Oder wie? Oder, nein, Kennzeichen. X. Gott. Nein! Muss die Rücklichter auf Panik kommen. Jetzt muss ich mal vorne gucken, ob ich den Kühlergrill verloren habe. Kleiner wieder so. Hey, der Kühlergrill ist noch drin. Okay, gut. Ja, bitte. So, Kennzeichen hier. Automotion. Kommt da hinten dran. So, gut. Ja, das ist doch schon mal erstmal generell. Huch, eine Wand. Gar nicht so schlecht die Karosserie geworden. Bei den Rädern, da werden wir uns natürlich eigentlich. Nö. Ah ja. Waren schon ausgewählt. Ja, die passen da eigentlich auch ganz gut so. Die lassen wir auch so dran. Gut, dann die Auspuffblende. Ja, ja, die hängt dann hier unten einfach irgendwo, ne? Machen wir mal hier ran. Ja, irgendwo muss er ja rauskommen. So, diverse Anbauten. Achso, das ist jetzt natürlich die ganzen Dinger hier. Nö, da brauchen wir jetzt mal nichts weiter. Gut, okay. Also, die Karosserie haben wir auch schon mal fertig. Und beim nächsten Mal machen wir die Hochzeit und noch die Testfahrt. Hui. Und dann gucken wir mal weiter. Wahrscheinlich werden wir dann auch noch in das nächste Tutorial gucken. Das soll es erstmal gewesen sein an dieser Stelle für eine weitere Runde Automation The Car Company Tycoon Game. Hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis denn. Tschüss.